habe auch was gebastelt. Ihr wart wahrscheinlich ein Großteil von euch mit Bernhard Rummer jetzt da, bei dem nicht schlechten GPIO-Vortrag. Es geht ja noch weiter, man kann mit so Raspberries, ich habe das nicht draufgeschrieben auf meinen Vortragstitel, weil da weiß, sonst wäre der Raum wahrscheinlich noch draußen cooler. Hier war was gebastelt, man kann so Raspberries für komplett andere Sachen auch verwenden. Man kann da beliebige Sachen dazuhängen, sofern man die Funktionalität des Prozessors am Raspberry, dem Broadcom, zu bedienen weiß. Da ist ein SPI-Controller drinnen und wenn man weiß, dass es CAN-Bus-Controller gibt am Markt, die über SPI ihre Register lesen lassen und Interrupts ausstellen, wenn sie was zum Vermelden haben, nämlich ein CAN-Bus-Paket ist angekommen oder sonst irgendeine Änderung, kann man mit vertretbarem Aufwand, selbst als Softwareentwickler, der ich einer bin, was basteln, wenn gleich etwas stimmt, auch das Ganze natürlich besser. Es war vieles besser gegangen, aber ich habe es zusammengebracht. Ja, Softwareentwicklung, CAN-Bus. Wer ist von euch CAN-Bus-Experte? Fahrzeugtechniker anwesend in den Hallen der Fahrzeugtechnik? Anna, okay. Okay. Gut. Mein Zugang zu CAN-Bus ist softwaremäßig. Ja, also ich habe keine Ahnung von den Drähten darunter, also recht wenig Ahnung von den Drähten darunter. Das seid ihr. Na, das hat es auch Softwareentwickler wahrscheinlich, bis auf Wärm dahin. Ich bin Maschinenbauentwickler, ich habe ja schon auf dem CAN-Bus zugehört. Okay, also jetzt habe ich keine Ahnung, da kann ich erzählen, was ich will. Das ist super. Wem sagt CAN-Bus was? Okay, das ist der VW-Bus, also das Kabel, was im Auto drinnen ist. Wenn man weiß, dass die CAN-Bus-Unterstützung von Linux, die so wie sie heutzutage ist, die ist extrem geil, von Volkswagen Research, das ist offenbar eine Tochterfirma von VW, contributed worden ist in den Linux-Kernel, dann ist das VW-Bus-Wort hier natürlich auch nicht so weit hergeholt. Also die tun da wirklich weiterentwickeln. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, erstens, wie ich dazugekommen bin zu dem CAN-Bus als Softwareentwickler und zweitens, was wichtiger ist, wie das geht, was da alles gibt und wie man CAN-Bus mit Linux anleiten kann. Okay, gut, was gibt es? Fangen wir mal an. Warum heute den Vortrag? Ich bin seit 4 Jahren selbstständig und meine Marketingabteilung, mit der ich verheiratet bin, hat gesagt, ich muss ein bisschen Marketing treiben. das Erste, das bin ich, aber eh wurscht. Zweitens und drittens und viertens und so weiter, ich bin unlängst also ich habe ein Projekt mit einer Grazer Firma oder Grambacher Firma. Zuhofer Firma. Ja, DB-Tron in Grambach. Ist das Grambach? Ja. Genau. Wollte von mir einen Linux-Treiber für eine PCI-Hardware, die sie herstellen und verbauen in ihre Messgeräte, geschrieben haben. Sie haben bis jetzt einen Windows-Treiber drinnen gehabt, aber es gibt Kunden, die wollen jetzt Linux. Eh klar, es sind immer mehr Leute, die Linux wollen. Ein paar sitzen da. Deswegen habe ich das gemacht und deren Messgeräte sind hauptsächlich Analog-Messgeräte, haben aber auch in einer Variation CAN-Bus-Eingänge für irgendwelche Testaufbauten bei Flugzeugfirmen, Autofirmen, keine Ahnung, wo das alles hingeht. Ist mir ja wurscht im Großen und Ganzen. Sie wollen Mess-Samples über CAN auch empfangen und dort in ihre geregelte Messerei einpflegen, so als ob nichts passiert war, nur halt über CAN. Ja? Und das Problem war, wie ich den Treiber geschrieben habe, man weiß ja nicht, ob das geht, wenn man nur programmiert. Man muss testen. Ja, wie testet man? Man muss irgendwie CAN-Samples selber generieren. Man muss CAN-Frames selber generieren. Es gibt in der Firma so CAN-Testgeräte, aber die haben nur 2 davon. Und das ist ja, ein rares Gut dort. Jetzt habe ich mir selber was gebastelt und 2 davon liegen halt da herum. Ich habe noch 2 andere daheim. Das ist einmal zerhacken gewesen, aber es ist einmal gegangen. Es hat mich beim Testen dieses Treibers sehr weiter braucht, dieses Ding. Und ich habe schon länger gewusst, dass das gibt, CAN-Bus mit Linux, aber es war noch bis jetzt noch wurscht, jetzt habe ich es gebraucht und jetzt habe ich das eben gebastelt und mich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, als ich vorher gemacht habe. Und das habe ich mir gedacht, könnte ich weiter tragen. Ne? Deswegen bin ich da. Gut, CAN-Bus. Ihr kennt ja den Ausspruch, man ist jetzt noch jünger, gell? Den Fred Sinowatz, kennt den noch wer? Der hat mir gesagt, das ist alles sehr kompliziert. Dann haben sie mordsmäßig verrissen in den Medien und der Bundeskanzler, der redet nur Schachterherr, aber das stimmt nicht, das ist wahr. Nicht? Es ist wirklich alles recht kompliziert, also schon.
schon gar kompliziert ist, wenn man alles vermischt. Canvas wird gemeinhin assoziiert mit Mikrocontroller-Programmierung, mit Realtime, mit Gefahr. In einer Autobremsen ist ein Can-Controller drinnen oder so, irgendwas kann man sich vorstellen. Und so weiter. Das ist der Linbus. Bitte? In der Bremse ist der Linbus. Achso, das ist was anderes. Ja, es gibt drei Bussysteme. Okay. Ja, gut zu wissen, ja. Aber ich. Ja, gut, danke. Bin ich wieder gescheitert. Nur weiter so, kann ich eigentlich nicht alles dazu. Passt schon. Aber nichtsdestotrotz wird viel gesteuert im Auto mit CAN, nehme ich an. Ja? Was dann auch Mission Critical ist in einer gewissen Weise. Oder? Getriebe und Motor. Bitte? Getriebe und Motor hauptsächlich. Ja. Der Hochgeschwindigkeitsbus für Bremsen und Lenkung, das ist halt der Linbus, das ist was anderes, ja. Das hat auch ganz andere Anforderungen. Okay, ja. Ja. Gibt es da Linux-Anbindung? Das lassen sicherlich nicht so weh. Ha? Da lassen Sie ja sicherlich nicht so weh. Ja, wenn es aufschneidet, das Gehäuse. Kann man schon vorstellen. Jawohl, aber so ist die Aura des CAN-Bus oder des Linbus oder sämtlicher Busse, die unten für solche Sachen gedacht sind. Ja? Es ist nicht alles sehr kompliziert, also wenn man die Themen auseinanderhalten kann und wenn man eine lässige Anbindung, so wie es eine unter Linux gibt, zur Hand hat, wird das eigentlich alles ganz einfach. Ich stehe auf einfache Sachen. Ja? Und das ist einfach geil, wenn man es einfach ist und wenn man sich die einfachen Sachen, die in sich sehr verständlich sind, kombinieren kann, selber zu komplexeren Sachen, dann ist das lässig. Ne? Ein Riesendrum, wo keiner einblicken kann, was sehr kompliziert ist und glücklicherweise funktioniert, das mag ich nicht so. CAN-Bus unter Linux ist einfach, CAN-Bus ist eigentlich sehr einfach von der elektrischen Spezifikation, die ich aber nicht verstehe als Softwareentwickler. Und Linux bringt eben diese Einfachheit rein für mich und das taugt mir. Linux bringt generell Einfachheit rein und speziell im CAN-Bus bringt es auch Einfachheit rein und das möchte ich jetzt weitergeben. Ja, genau. Wie geht es unter Linux? Unter Linux ist CAN-Bus in den Netzwerkstack integriert. Das greift sich an wie normale Netzwerkprogrammierung. Man verwendet die System Calls, die ja jeder kennt, der Netzwerkprogrammierung kennt, um den CAN-Bus zu beackern mit ein paar Spezialitäten, die man halt wissen muss, weil es halt nicht UDP oder Linux Domain Sockets oder sonst irgendwas ist oder Bluetooth mit den Kommunikationsmitteln, die man da hat, sondern es ist halt CAN-Bus mit ein paar Eigenheiten, den CAN-IDs und mit den Prioritäten und so weiter. Das möchte ich euch ein bisschen sagen. Ja? Und was wichtig ist, nachdem das ganze Zeug im Kernel unter den Netzwerkstack reingesteckt ist, sieht der Programmierer jetzt nichts von einer CAN-Hardware. Er sieht die Hardware nicht rausleuchten aus dem Betriebssystem, sondern er kann Netzwerk programmieren, ihm kann wurscht sein, welcher CAN-Controller darunter ist und es funktioniert alles so, wie man es denkt. Das war nicht immer so und VW Research, Volkswagen Research, hat eben das zusammengebracht und eben die Integration in den Netzwerkstack der verschiedenen bis dorthin herumwebsenden CAN-Controller. Treiber macht. Ja, das heißt, nachdem das Netzwerkprogrammierung ist, ist man nicht gebunden an irgendeine Programmiersprache. C fällt den meisten ein wahrscheinlich bei E-Mail-Programmierung. Es ist ja nicht so, man kann da Byte nachverwenden, man kann beliebige Sachen verwenden. Java, wie der Bernhard schon gemeint hat, ja, da hat man nicht das Raspberry aufgetun und auch einen Mikrocontroller einbringen, der würde platzen, denke ich. Python ist da ein relativ probates Mittel. Das muss nicht sein. Also der Vortrag ist in keiner Weise an Python gebunden, ich habe es nur draufgeschrieben, weil es sexy ist und weil dann mehr weiß. Genau. Und was noch dazu ist, ich werde jetzt nachher kurz herzeigen gegen Ende hin. Ich hoffe, dass ich mich verbiere mit der Zeit. Es gibt auch, nachdem das Hardware unabhängig ist, der Programmierer sieht nichts von der Hardware, gibt es im Linux-Kernel ganz was Einfaches, noch viel einfacher als alles, was bisher gewesen ist. Einen virtuellen CAN-Bus, der in Software abgebildet ist. Das heißt, man kann CAN-Applikationen am PC programmieren und dann, wenn es fertig ist, auf der Hardware mal testen oder bevor es fertig wird oder möglichst früher mal, egal wie man halt testet. Aber entwickeln am PC und testen auf der Hardware. Okay, wie geht das? Ah ja, hoppla. CAN-Bus, da darf jetzt stehen, wenn ich das nicht übersehe. Wurde in den 80er Jahren von Bosch erfunden, entwickelt, dann bla bla bla, Auto, was und so weiter. Keine Ahnung, es ist auch nicht wichtig und gehört nicht daher. CAN-Bus gibt es und die Geschichte ist ja einigermaßen irrelevant, deswegen bleibe ich jetzt um. Genau. Netzwerkprogrammieren, wer kann Netzwerk programmieren? Ja, nicht schlecht.
UDP schon mal gehört, User Datagram Protokoll. Also Paketvermittlung im Großen und Ganzen. Ihr kennt die TCP-Verbindungen, jeder, der einen Webserver mal angeredet hat mit seinem Browser, weiß, was eine TCP-Verbindung ist. Ja, das ist was anderes, das ist das andere. Das sind die gesicherten Stream-Verbindungen, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Paketvermittlung ist ein Stammtisch, wo jeder mit an jedem redet. So kann man sich vorstellen. Ne? Also skizziert ein wenig, drei Applikationen reden miteinander, jede hat ein Socket offen und jedes Socket von jeder dieser Applikationen könnte, wenn es wollte, mit einem jeden anderen Socket kommunizieren. So werden Daten ausgetauscht. Bei Paketvermittlung, bei UDP, das ist das bekannteste Medium der Paketvermittlung in der Netzwerkprogrammierung ist. Okay. Wie gesagt, keine Point-to-Point-Verbindung, es gibt Broadcasts, man kann UDP-Datagramme einfach in die Welt rausschicken an Broadcasts, sogenannte Broadcast-Adressen, die dann bei mehreren ankommen. Das gibt es alles am Internet. Und die Daten, die man da hin und her schickt, diese rechtlichen Kasten, sind begrenzt. Ja? Die kommen so als Ganzes an, oder nicht, wenn es verloren geht. Ja? Das ist Paketvermittlung. Wie ist da die Anbindung von CAN? Ja, CAN-Bus ist auch so ein Paketvermittlungsmedium mit recht kleinen Paketen, bis 8 Bytes Nutzdaten, irgendwelche Messwerte oder keine Ahnung, was ihr im Auto treibt damit. Und, oder bei Devitron ADC-Samples, denke ich, was da reinkommen im richtigen Leben, die halt irgendwie interpretiert werden, was ihr dann weiter treibt herab. Ne? Genau, die kommen da daher. In CAN. Bitte? Nein, das sind alle gleichberechtigt. Ja. Es gibt Prioritäten der Pakete, die auf Hardware-Ebene abgefackelt werden durch so gewisse Paket-IDs, CAN-IDs. Das ist aus der Software-Entwicklerschicht, ihr kennt das 7-Schichten-OSI-Modell, was man in der Schule lernt, da den Plätzchen, was eh nicht der Realität entspricht. Da sind die Applikationsschicht und die Hardware-Schicht sind irgendwie kollabiert, kann man sich vorstellen. Pakete, die von CAN-Controllern, von CAN-Teilnehmern ausgesendet werden, haben eine ID dabei, eine CAN-ID, die Priorität ausmacht und auch das Paket kennzeichnet, die Paketnutzdaten kennzeichnet. Und auf Hardware-Ebene werden diese CAN-IDs, diese IDs zur Bus-Arbitrierung verwendet. Das heißt, eine höhere ID sticht die niedere ID auf Hardware-Ebene schon. Ja. Das muss man wissen, wenn man CAN programmiert. Ja, für nichts programmiert man nicht CAN, sonst gerade man braucht es und dann weiß man ja schon, was CAN ist. Also wird das dann kein Problem sein. Ich werde dann sagen, wie die Anbindung ans Betriebssystem von diesen CAN-Frames, von diesen CAN-IDs funktioniert. Der CAN-Bus hat keine Adressen. Am Internet gibt es Adressen, logisch. Da kann einer gezielt einen anderen ein Paket schicken. CAN ist Broadcast-Only. Wenn einer ein Paket ausgeschickt, sehen das alle, wenn es interessiert, können sie es lesen, wenn nicht, haben sie es dann nicht. Genau. Und es schaut aus wie ein Netzwerk, ergo ist es ein Netzwerk. Ja? Teilnehmer am Campus kommunizieren miteinander, das heißt, warum sollte man das nicht in den Netzwerkstack integrieren? Ja, ist passiert. Ja? Also physikalisch, aus meiner Sicht, schaut der Campus so aus, auf jeder Seite ein 120 Ohm Widerstand. Dazwischen die CAN-Controller mit CAN High und CAN Low, das ist ein differenziertes Signal, was auch immer das ist. Und das Lässige ist ja, dass mir das wirklich wurscht sein kann, solange es nur funktioniert. Ne? Ich habe es zusammengelötet und es ist gegangen. Hurra! Nicht auszudenken, wenn es nicht gegangen war, dann war ich jetzt nicht da. Okay. Gut. Angebunden in den Netzwerkstack. Man liest aus einem Socket raus, man schreibt in ein Socket ein. So greift sich Netzwerkprogrammierung an. Auch der Socket zur Verfügung. Gut, bei UDP oder anderen paketvermittelnden Protokollen, Medien, ist es so, dass da beliebige Daten rauskommen aus dem Socket, den der andere eingeschrieben hat. Auf CAN ist es ja nicht so, weil eben die Applikations- und die unterste Hardware-Schicht irgendwie kollabiert sind und das alles eins ist. Auf der Hardware, was auch Sinn macht. Da schaut es so aus. Man kann sich vorstellen, in C, wer ist C mächtig? Das C ist mächtig, ja passt. Das ist eine flache Struktur. Das ist Memory, was eine Größe hat. Eine Struktur. Das ist eine CAN-ID, das ist ein 32-Bit-Integer.
Danach kommt 8-Bit Data Length Code, nennt man das in CAN. Ja? Und danach kommt ein Array von 8 Bytes Daten. Blablabla, aligned C, ist halt so. Ne? Damit man auf die fixe Struktur kommt. Okay? Klar soweit? Das sind die Nutzdaten, die man in einen Socket einschreibt, in einen CAN-Socket einschreibt und die man aus einem CAN-Socket rauskriegt. Da steht dann das drinnen, Datenplan. Wenn man das dann als sowas interpretiert, dann kann man CAN sprechen. Okay? Klar soweit? Ja? Wenn man jetzt auf Byte kommt, dann wird das mit den nackten Byte-Häufen da, also wenn man einen Byte-Haufen auslistet aus einem Socket und dem irgendwie eine Struktur aufoktroyieren will, dann muss man in Byte ein bisschen blöd herunter. Und Byte ist nicht gekriegt dafür, für so kompilierte Strukturen. Das tut es nicht. In Byte, werde ich nachher noch herzahlen, gibt es das Modul Struct, das man importieren kann, das eben genau aufgrund von einem Format-String diese Struktur zerklaubt. Byte ist sehr einfach, ist die einfachste Sprache, die ich kenne, oder die schönste Sprache, die ich kenne, bloß bei solchen Sachen, da hapert es ein wenig, da muss man sich mit dem Struct-Modul behelfen. Okay. Gut, CAN Interfaces. Ja, Interfaces muss man konfigurieren. Das kennt ihr von IP her. Interface muss man eine Netzwerkadresse geben und diverse andere Parameter einstellen. So auch bei CAN. Okay. Ihr kennt es vielleicht, viele von euch werden das Command IP kennen. Das ist der große Bruder, der jüngere, aber nunmehr viel größere Bruder von ifconfig. Das wie es darunter funktioniert, wie es mit dem Kernel spricht, weiß ich jetzt nicht. Netlink steht dahinter. Das IP-Command kann man verwenden, um alle Interfaces herzuzeigen. Ich werde es einmal, hoffe, dass das gut geht. Auf eins von meinen Raspberries da einloggen. Schauen, bin ja schon eingeloggt. Kann man das lesen? Ja. IP-Link Show. So. Geh her. Ja, Himmel. Wurscht. Nochmal. Gut, und da sieht man alle Netzwerkinterfaces, die im System jetzt zugange sind. Da sieht man das lokale Loopback-Interface, da sieht man das Ethernet-Interface, wo ich jetzt von meinem Laptop auf Raspberry eingeloggt bin. Und das letzte da unten ist das CAN-Interface. Das ist der zugesteckte, schnittbar zusammengedötete CAN-Controller mit einer Verbindung auf den Expansion-Header von Raspberry, der kernelweit, kernelmäßig konfiguriert ist und dann das Interface zum Auftauchen bringt. Okay. Was macht man jetzt mit so einem Interface? Das ist jetzt einmal bei Default down. Das muss man erst konfigurieren. Man muss die Bitrate und diverse andere Parameter, die bei CAN halt so herumschwirren in der Gegend, konfigurieren. Wie geht das nun wieder? Weiß ich jetzt nicht, muss nachschauen. So, ach, da ist. Das sind meine Folien da. Okay. Genau. IP-Link Show CAN0 würde nur das CAN0 Interface anstatt alle 100 Interfaces herzahlen, da stand das dann drin. Ja. Man kann, wenn man es sich nicht merkt, ich merke mir sowas nicht. IP-Link, ich merke mir nicht einmal die Hilfe für die CAN-Konfiguration. Das ist schon lang, deswegen habe ich die Folie gemacht. IP-Link kann helfen. Da stehen dann alle Parameter, die man nur irgendwie einstellen kann, die mit Bit-Timing und was weiß ich noch immer zu tun haben, drinnen. Bitte die CAN-Experten, das durchzulesen. Ich verstehe nicht alle. Was ich verstehe, ist die Bitrate, die man einstellen kann, 500k. Werde ich jetzt da konfigurieren auf meine Geräte. Und man kann einen CAN-Controller in den Listen-Only-Mode versetzen. Auf CAN ist es so, dass alle ein Acknowledge austeilen. Bei Default, also wenn ein CAN-Controller auf den Bus ein Paket legt, wird das von allen acknowledged, die das Paket sehen bei Default. Ja. Wenn man das nicht will, dass ein Controller das acknowledged und damit irgendwo elektrisch den Bus verwirren könnte oder das Timing irgendwie beeinflussen könnte, wenn der nur mitlauschen soll und kann nicht seinen Senf dazugeben soll,
dann konfiguriert man den auf Listen Only, dann hält er die Button. Okay, und wenn das alles fertig ist, die ganzen Parameter eingestellt sind, schaltet man das Interface scharf, so wie man es von IP, von TCP/IP her kennt. Ja, das mache ich jetzt mal. Das fühlt. Ja, und die History ist unverzichtbar. Kennt ihr das, das Reverse Incremental Search? Ja. Ich habe da drei Teile immer. Ein Beam, Bone, das was ein richtiges Klump ist mit dem Kanadon und meine zwei Raspberries. Ich mache das jetzt so, dass ich die zwei Raspberries auf Nicht-Listen-Only setze und das Beagle-Bone auf Listen-Only. So, so geht das, ne? Gut. Jetzt sind einmal alle konfiguriert. Gut, warte. So. Ab. Im richtigen Leben darf man das in ein Boot-Skript aufnehmen. Okay. Was ist jetzt? Kan 0 ist konfiguriert und ab. Socker. Okay? Gut. Wenn wir das jetzt glauben, dann können wir jetzt die ins Auto montieren oder wo auch immer und das dort gehen. Jetzt ist aber so, dass oft Fehler auftreten und dass man nicht weiß, ob das alles okay ist. Deswegen möchte ich euch jetzt noch was weiteres sagen, nämlich okay, Interface-Konfiguration, so wie man es kennt, mit anderen Parametern, weil das Medium anders ist. Wenn man IP-Interfaces konfiguriert, dann ist das nächste, was man macht, ist Ping, kann man sich vorstellen. Ne? Man würde mal das Interface pingen von einem anderen Rechner oder vom selben Rechner in der Lupe, wie auch immer. Gibt es halt auf keinen, weil das ist ein anderes Medium. Es gibt ein Set von netten kleinen Utilities, die ein Überbleibsel aus dem Socket-CAN-Projekt sind. Das Socket-CAN-Projekt war ursprünglich, bevor es in den Kernel eingeflossen ist, eben diese von Volkswagen Research beigesteuerte Implementation des Netzwerk-CANs, Socket-CAN, hat sich das Projekt genannt. Das Projekt gibt es noch immer, der Kernel-Teil davon ist in Mainline-Kernel gewandert und der Rest, eben diese CAN-Utilities, diese lässigen kleinen Test-Utilities, die, glaube ich, bei der CAN-Entwicklung mit Linux unverzichtbar sind, die gibt es noch immer in diesem Socket-CAN-Projekt. Das sind nunmehr das Einzige, was dort gibt. Nichtsdestotrotz, auch geil. Lässig zum Verwenden. Ja, da gibt es CAN-Send, CAN-Dump, CAN-Player. CAN-Send schickt ein Frame aus, das ist das, was ich bei der Entwicklung für den Treiber hauptsächlich verwendet habe. Einfach, um ein Sample zu generieren und schauen, ob das vorhin rauskommt. Kann Dump, mitlauschen auf ein oder mehreren Interfaces und ausgeben, was da jetzt daherkommt. Kann man auch verwenden. Kann Dump, man kann das aufzeichnen, man kann es auf der Konsole am Terminal mitschauen, aufzeichnen in einem Logfile-Format. Und man kann den CAN-Player, das Programm CAN-Player verwenden, um das Logfile zu replayen. Falls man von einem Kunden, dessen CAN-Applikation jetzt auf Hardware-Ebene nicht funktioniert, einen Fehlerreport kriegt, dann schickert an der, so stelle ich mir das vor, ein Dump mit CAN-Dump von einem Interface, was auf Listen-Only gesetzt ist, was da jetzt alles etwa passiert ist. Ja? Genau, es gibt dann noch einiges mehr, einiges andere drinnen, was ich noch nicht ganz begriffen habe. Es gibt ja über CAN verschiedene Protokolle, Applikationslevel-Protokolle, die das halt auch noch gibt. Und da gibt es halt Tools, die diese unterstützen und implementieren. Das funktioniert recht lässig. Ich verwende es, wie gesagt, zum Testen der Konfiguration und zum Schicken von Samples, die ich gerade drauf. Probieren wir das jetzt einmal aus, um vielleicht zum Schauen, ob es nicht mir auch so geht wie dem Bernhard früher, dem sein Hardware beim Transport hingegangen ist. Dump kann 0. Das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Der da im Listen-Only-Mode, das Beagle-Bone, sagt auch, kann Dump, kann 0. Und der sagt, kann Send, na, keine Endlos-Schleife, sondern einfach ein Sample. Das ist eine komische Syntax, die
denke ich, nur im Source Code von Consent dokumentiert ist. Das ist ein bisschen mühsam, dort einzulesen. Das ist die CAN-ID und das sind die Nutzdaten. Ja, so einfach ist, wenn man es weiß. Ja. Also das ist der Integer, die Zahl, die zur Busarbitrierung für die Priorität verwendet wird. Und das sind die Nutzdaten, das sind 2 Bytes, FF. Was besser ist, ist mir nicht reingefallen. Das ist der da ist ein fließender Only. Untere und links, oder? Links ist auf right. Ja, der ist. Your leg. Und hier ist rechts auch. Ja. Bring ihn. Es ist gegangen. Sag's euch. Verschwindet. Gibt es ja wirklich nicht. Ja, das ist aber ein bisschen früh jetzt. Du hast das Problem, dass man acknowledged, deswegen kriegt man es mit, das Algorithmum. Weil du im Listen-Only-Mode bist. Ja, das ist nur das Beagle-Bone, das ist im Listen-Only-Mode. Ja, der zwar, der da und der da. Ja, der ist offensichtlich mit dem Campus, weil es hat acknowledged kriegt und dann hat es noch einmal gesehen. Ja, irgendwas muss da sein, gell? Das reicht mir zu verarschen. Ja. Das heißt, der Campus sendet. Danke für die Rettung. Sendet so lange. Bis er Acknowledge kriegt? Ja genau, also du retransmitten, bis das Acknowledge daherkommt. Ja, genau. Das ist Teil des Canvas von der nicht ganz Hardware-Spezifikation, aber das macht das Layer im Canvas-Controller. Das tut retransmitten. Das ist jetzt offenbar passiert. Ja. Ja. Ab. Der hat ja gesendet, darunter hat nichts gesendet. Jetzt lasse ich den einmal weg, ich stecke das Ding ab. Das ist das Einzige, was gegangen ist, gell? Ja. Glaubt man es auch so? Da gibt es die Adresse, meinst du jetzt, oder? Ja. Nein, da gibt es keine Adressen. Auf CAN gibt es keine Adressen. Das ist leicht. CAN ist so spezifiziert. Das ist Broadcast Only. Ach so, das ist deine eigene. Das ist die ID im CAN-Frame. Das ist eine applikationsgewählte. CAN ist eine verteilte Applikation. Ja. So eine CAN-Applikation. Das ist Broadcast, ja. Und das ist die ID, die von der Applikation gewählt wird, um die Prioritäten der Pakete zu kennzeichnen. So, jetzt bin ich voll auf der Sache. In der unteren Konsole sind nicht der gleiche Command wie oben, weil da sind Anführungszeichen. Ja, das ist nur ein String. Das verhindert die Shell vom Interpretieren des Kommentarzeichens, das da drinnen ist. Ja, das ist gut. Oh, was der Drink hat, deswegen. Ah, eho. Danke. Ja, umgekehrt empfangen, aber es ist nicht bang. Nein, es geht ja noch immer nicht. Ja, ich probiere das jetzt noch mit dem Beagle-Bone und einem anderen, ich habe das jetzt wieder angesteckt, ob das jetzt geht. Ich meine, wenn ihr euch nachher die Verdrahtung da hinten schaut, die Verlötung, dann wird euch klar werden, warum das jetzt nicht funktioniert. Klumpf verlegt, echt. Ja.
Nein. Nein. Ja. Ja, tut mir leid, Hardware geht nicht. Das ist ein Scheiß. Ich hätte auch einen Film dran sollen wie der Bernhard. Fast eh. Ja. Okay, ja, müsst ihr es glauben, es hilft nichts. Glaubt man es oder nicht? So würde das gehen. Ich wollte doch gerne sehen, wie das mit beiden nicht geht. Ich zeige euch beiden gerade her. Und wir stellen uns ganz fest vor, dass das geht. Ja. Das wäre jetzt die CAN-Utility-Display gewesen, wenn es gegangen wäre. Ich werde jetzt dann ein virtuelles CAN-Interface auf meinem PC dann halt sagen. Okay. Zeit. Ja, CAN-Utilities. Es gibt CAN-Send, CAN-Gain, wenn man jetzt wirklich CAN-Pakete generieren will in schneller Abfolge, um den Empfänger zuzuscheißen, kann man das so machen. Was die Parameter jetzt alles heißen, ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf. Das heißt Gap 100 Millisekunden. Also alle 100 Millisekunden würde hier ein CAN-Paket geschickt werden auf das Interface aussi. Das ist der Identifier, die CAN-ID. Das ist die Länge des Datenpaketes, Ochte. Und was das andere heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir das einmal zusammengeklappt und aufgeschrieben und daher standen die Folien. Okay. Man kann auf mehreren mit CAN-Dump, dann könnte man auf mehreren Interfaces mitschnüffeln und das Log, auf das ein Standard-Out rauskommt, recorden. Das würde man so machen. CAN-Dump-Log-File-Format dorthin. Dann könnte man den CAN-Player verwenden, um das, was da recorded worden ist, auf das gleiche Interface, wo es reingekommen ist, wieder rauszuspielen. Ja? CAN-Player. Vom Logfile replayen wäre das. Ja? Man kann aber, wenn man ein anderes Interface das als das, was im Logfile drinnen vorgemerkt worden ist, da sind verschiedene Sachen drin, da steht das Interface dabei, wo das Paket herkommen ist. Da steht das Timing dabei, der Timing-Abstand, damit der CAN-Player dann sich an dem festhalten kann und die CAN-Pakete genau, also möglichst genau in der Reihenfolge und in der Taktrate wieder rausschicken kann. Wie gesagt, da stehen die CAN-Interfaces drinnen. Wenn man lokal ein anderes CAN-Interface hat, dann kann man die wechseln mit CAN1 ist gleich CAN0. Also wenn hier CAN0 drinstehen würde in dem Logfile, kann man das wechseln und austauschen durch CAN1 durch diesen Aufruf. Ja. Okay. Das virtuelle CAN-Interface. Das zeige ich euch am besten später. Ich zeige euch zuerst einmal, weil es ist nur mehr 10 Minuten, wie man programmiert. Das ist, denke ich, wichtiger, wenn man das jetzt glaubt, was da jetzt nicht gekommen ist. Echt, sorry. Klump. Okay. Programmieren geht so. Bitte? Kann man irgendwie simulieren oder braucht man unbedingt die Hardware? Bitte? Kann man es irgendwie simulieren oder braucht man unbedingt die Hardware? Nein, wir können simulieren. Ich werde dann das VCAN, das virtuelle CAN-Interface, scharf schalten auf meinem PC und euch das anhand von dem her zeigen. Ja. Ja? Ich erkläre nur kurz, wie die Socket-Programmierung geht. Dann zeige ich, dann starte ich zwei Python-Programme lokal bei mir am PC. PC, der wird übergehen, wo sie zwei miteinander unterhalten über den virtuellen Campus. Zwei Prozesse, ja? Okay. CAN geht über Sockets. Ja? Man hat eine neue Protokollfamilie. Nicht INET, sondern CAN. Es gibt keine Adressen, deswegen funktioniert das Binding des Sockets. Am Internet muss man ein Socket an eine Adresse binden. Was dann im Endeffekt auch wieder auf ein Ethernet-Interface gebunden wird, ganz drunter. Bei CAN funktioniert das ein bisschen anders. Da gibt es das Konzept der Interface-Indizes. Ja? Und es gibt halt die Frames von fixer Größe, die man sendet und empfängt. In C schaut das dann so aus. Man hat Interface Request oder so irgendwie. Also man alloziert ein Socket, so wie man es gewohnt ist, nur halt steht da überall CAN dabei. CAN, ein rohes Socket, CAN RAW, das rohe CAN-Protokoll. Es gibt ein paar Applikationslevel-Protokolle in der CAN-Domain, die es auch gibt, aber wir verwenden jetzt das lockerte CAN-Protokoll, so wie man es kennt, aus Wikipedia zum Beispiel. Ja? Und sucht dann das Interface mit dem Namen CAN0,
raus. Das ist so das, das Vorgehen, da gibt es einen I/O-Control auf dem Socket, nämlich diesen Get-Interface-Index, nämlich den, der da drin steht. Also such mir das Interface K0 aus den Netzwerkinterfaces raus und gib mir den Index davon und dann kann man das in die CAN-Adresse, die Adressstruktur, die für den Bind-System-Call da ist, einfüllen, ja, hier mit dieser Zeile. Diesen Interface-Index, den man rausgekriegt hat vom Kernel, füllt man dann ein und sagt, bitte lieber Kernel, ich wünsche, dass dieses Socket jetzt an dieses CAN-Interface, das dort bezeichnet ist, gebunden wird. Und dann kann man reden damit, dann ist das Socket scharf. Okay? Für die Netzwerk programmiert haben, schon einmal Socket, Bind, Listen und so weiter kennen. Listen gibt es dort nicht, das wäre ein Interface, ist nur gebunden. Eh klar, es ist nicht TCP. Okay. In Python ist dieser Teil ein bisschen kürzer geworden. Ja, Python ist halt ein bisschen kürzer, als was C ist. Da schreibt man das so hin. Ist eine Syntax, die halt ein Tupel mit einem Element heißt. Man allociert ein Socket, greift sich ungefähr an wie das C-Beispiel vorher. Can Family, Can Raw und so weiter. Und bindet dann direkt in einem Schlag das Socket an das Interface K0 mit Hilfe des Interface-Indizes. Das ist, ja, steht in der Python-Syntax, das gibt es erst bei Python 3.3 drinnen, diese Möglichkeit, das so zu machen. Ja gut, dann hat man das CAN-Socket gebunden und dann kann man Netzwerk programmieren, so wie man es gewohnt ist. Okay. Wie gesagt, der Kernel liefert und akzeptiert liefert aus diesem Socket und akzeptiert in dieses Socket Datenpakete, Bytehäufen, die einer gewissen Struktur genügen. So schauen die aus. Das ist die Definition, die aus Linux-CAN.h rauskommt, C-mäßig. Okay. Würde dann so ausschauen. In C, man liest aus dem Socket da rein, und zwar so viele Bytes. Ja, Print-System-Call. Schreiben würde ungefähr so gehen, in die andere Richtung. Ja. Man schreibt eine Struktur aus und keine knockerten Bytehäufen, so wie man es von der Netzwerkprogrammierung sonst gewohnt ist, auf TCP und UDP. Okay. In Python ist das dann wieder komplizierter, weil in Python mit also diesen strukturierten Daten, den kompilierten Daten nicht so gut umgehen kann. Das ist die ursprüngliche Definition der Frames, die aus dem Socket rauskommen, die transportiert werden. In Python macht man das so, man gibt so einen Formatstring vor. Schaut ein bisschen komisch aus, ist auch komisch. Das heißt, in Host Byte Order, Integer 32 Bit unsigned, dann so, was jetzt? Ein Byte, dann 3 Byte Alignment und 8 String, glaube ich, heißt das jetzt. Ich sprich nicht perfekt Struct Layout Syntax. Aber so geht das, ja. Dann macht man das und man muss sich so mit Struct Unpack und Struct Pack behelfen. Also das Lesen und Schreiben von solchen Strukturen ist nennenswert schwieriger, als es in C ist. Ja, das ist so ein Trade-off. Was will man? Will man schnell einmal eine CAN-Test-Applikation schreiben oder will man was anderes, was halt C bedingt? Ja, Real-Time oder so. Okay. Also weit. Ja, was gibt es da noch? Ja, Interface-Index 0 heißt, man hucht auf alle CAN-Interfaces im System. Wenn man diesen angibt, dann braucht man auch nicht suchen, weil man will einfach alle. Es gibt dort nicht nur Read- und Write-System-Calls, sondern aus der Netzwerkprogrammierung bekannt diese Receive-From und Send-To, wenn man ein Paket dezidiert auf einem Interface ausjagen will oder genau von einem Interface abholen will, wenn das Socket auf alle Interfaces wartet. Ja? Und der Rest, das ist das Geile daran, der Rest ist Unix. Netzwerkprogrammierung gibt es in Unix schon seit länger, als ich denken kann. Es gibt File-Deskriptoren, es gibt Event-Loops, in denen man diese CAN-Programmierung einfließen lassen kann. Und es gibt diese Client-Server-Techniken, die auch jeder kennt, der sich mit Netzwerkprogrammierung beschäftigt. Das ist nichts anderes und das ist das Feine dran bei CAN-Programmierung. Und, was wichtig ist, das Wort Real-Time. Linux kann sehr gut Real-Time. Man kann Echtzeit-Prioritäten vergeben, die auch recht gut funktionieren, aber das muss man nicht machen. CAN wird oft mit Real-Time assoziiert, weil das halt immer recht zach ist, das Geschäft. Darunter, aber das muss man nicht machen. Das kann man, wenn man will, wenn man es muss, aber man soll es meiner Meinung nach
nicht vorher machen, bevor man es braucht. Ja? Okay, was gibt es noch? Vorzahlen wollte ich was. Genau, das virtuelle Kerninterface. Haben wir noch so viel Zeit? Ja, 2 Minuten gibt es noch. Man lädt ein Kernelmodul namens VKAN, virtuelles KAN, ja, dann ist es geladen. Dann kann man sagen IP link add, na. So, und jetzt habe ich es verbockt. Spickzettel. Da ist IP link add ein KAN-Interface, einen KAN-Bus. Add dev type VKAN. Ja, wie war das? Ich merke es mir nicht. Add dev type VKAN, ja, genau. VKAN nein, KAN. Gut. Dann gehe ich her und sage, und wenn das jetzt auch nicht geht, dann bringe ich ihn wirklich um. Das habe ich vorher vergessen gehabt, das wird sein. Ja, das habe ich vorher vergessen, deswegen ist es nicht gegangen und ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und da ist, so schaut es aus. Gott sei Dank. Der Fehler war, ich habe im Eifer des Gefechts da das KAN-Interface, wo das Paket ausgehen sollte, auf der Hardware, auf der richtigen, vergessen hinzuschreiben. Das war dabei? Cool. Okay, ja, so kann er das, wenn man es wohl hat, ja. Jetzt zeige ich noch schnell meinen Zugang zur Hardware. Cool. Ich lade mir einen Schaltplan aus dem Internet, modifiziere ihn, wie man sieht. Löten wir das zusammen? Es geht so, ich meine, es gibt Hardware-Entwickler, die programmieren, da schaut es umgekehrt aus. Ne? Okay, es steht in den Folien noch ein bisschen was drinnen über die Hardware, wie das so ist, das Pinout beim Raspberry, wie das ausschaut, wie SPI funktioniert. Vielleicht die Hardware interessiert sind, das ist kein Problem, das irgendwie sich selbst anzueignen. Was SPI ist, steht auf Wikipedia mit Links dorthin und dorthin, habe ich genauso verfolgt und so weiter. Ich kann euch auch gern helfen, wenn ihr es wirklich vorhabt, kann zu programmieren, euch mit sowas zu beschäftigen oder zum Raspberry dazuarbeiten und was dazu zu basteln. Ich gebe gern meinen Senf dazu. Fühlt ihr euch nicht erwarten, das ist das, was ich bis jetzt erfahren habe. Das war mühsam genug zu erfahren. Das gebe ich gern weiter. Teil davon steht in die Folien drin, und alles kann ich nicht in die Folien reinschreiben, weil dann dauert das noch länger. Ja. Und ich habe auf GitHub ein Repository, das steht jetzt ganz unten, die Zeile,
wo eben der Kernel für das Raspberry dort verewigt ist, mit der Konfiguration, mit der die CAN-Controller schon aufgeschaltet sind auf diesem Raspberry. Okay. Und das war's. Ein paar Links sind da noch dabei. Es gibt dieses Python-CAN-Paket, das ist recht interessant. Das nimmt einiges an Schreibarbeit ab. Ist recht lässig und so weiter und so fort. Ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei der Bastlerei. Für Fragen ist leider keine Zeit mehr. Ist jetzt, ja, gibt es Fragen? Ich nur eine kurze Anmerkung, ich werde mich in Quartal, es gibt mittlerweile drei Bussysteme und was anderes. Er kann nach den Antriebsspannen nur noch Getriebe, der Linkbus, der macht so einfach über Sensorheber und okay. Spiegel. Der Flex-Ray-Bus, der macht sicherheitskritische wie Bremsen, Lenkung und sowas. Und für die ganze Unterhaltungselektronik geht dann auch IP-Kommunikation, weil ja die ganzen Bildschirme und Lautsprecher miteinander reden müssen. Okay, ja. Das ist vielfältig. Ja, also selbst für sicherheitskritische Anwendungen nimmt man nicht CAN her, obwohl das so nicht dafür ist. Okay, ja. Ja. Okay, ja, danke. Super.